Schönen guten Abend. Es freut mich sehr, Sie im Namen von Frau Volkert hier in unserer Suite 32 im Palais Montgelas im Hotel Bayerischer Hof willkommen zu heißen. Ich wünsche einen unterhaltsamen Abend. Viel Spaß. Das ist, steht sich echt gut hier. Herzlich willkommen zu dem etwas anderen Abend hier. Toll, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es mussten ganz viele Menschen leider draußen bleiben, haben keine Zusage mehr bekommen. Wir haben jetzt insgesamt 44 Gäste. Also, Pillow Talk. Das ist Ihnen ja klar, ne, dass sich das normalerweise zwischen zwei Menschen abspielt. Ja? Oder sehe ich das falsch? Also wir haben eine Gastgeberin und Ideengeberin, die hat diese Idee revolutioniert. Intimer Austausch im Bett. Aber sie hat die Idee ausgedehnt auf 30 bis 40. Jetzt sind es 44 Personen. Regine Geibel, die möchte ich gerne vorstellen. Treten Sie näher. Also sie sagt zum einen, dieser intime Talk im Bett, der muss natürlich über Leidenschaft stattfinden, über Sammelleidenschaft. Aber es war ihre Idee, sie steht hinter all dem, was hier heute Abend passiert. Und ich sag mal nur die Funktion, sie ist Architektin, sie ist Kunstliebhaberin par excellence, sie ist Beraterin für Innenraumpsychologie. Ha? Und dann ist sie noch Gründerin der Plattform München Architektur. So, alles zusammen. Und jetzt wäre es toll, wenn Sie vielleicht erstmal unserem interessierten Publikum sagen, wieso das Bett? Ein Gimmick soll es ja nicht sein. Nein, überhaupt nicht. Das war ganz ernst gemeint. Und zwar ganz frech aus dem persönlichen Bedürfnis heraus eine Veranstaltung. Ich bin selber so häufig eingeladen und oftmals ist es so, dass mir die Räume zu groß sind, das ist alles so anonym, das Licht ist zu grell, es ist so kalt, die Klimaanlage rauscht, der Beamer brummt und irgendwie fühlt man sich nie wohl. Und ich habe gedacht, wenn eine Veranstaltung im Rahmen der MCBW, ich glaube 130 sind es insgesamt. MCBW, ja, müssen Sie kurz sagen, was das ist. Achso, Munich Creative Business Week, unsere Designwoche, die im Moment in München stattfindet. Und ich habe gesagt zu der Veranstalterin, also wenn ein Event im Rahmen dieses Überangebots, dann nur im Bett von einer Suite vom Bayerischen Hof. Und habe gedacht, das würde nie passieren. Und sensationellerweise, die Frau Bakatta ist so cool und so aufgeschlossen, die hat dann sofort gesagt, ja wieso, das hört sich doch gut an, das ist doch spannend, das machen wir. Ja, also das muss man auch erstmal finden, oder? Und das Thema soll halt sein, Sammelleidenschaft. Und Sie haben letztlich eine ganz, ganz tiefe persönliche Beziehung dazu, weil Sie auch auf Ihrer Homepage in der Rubrik Secret Art etwas relativ Ungewöhnliches probieren. Mhm, ja. In meinem kleinen Wirkungskreis, in dem ich aber zumindest unkontrolliert bin und machen kann, was ich mag, das ist der Vorteil, habe ich beschlossen, Arbeiten von Künstlern vorzustellen, ohne die Nennung des Preises und ohne die Nennung des Künstlernamens. Mal zuerst, hinterher wird es dann aufgeklärt, aber ich wollte damit erreichen, dass der Leser wieder mit dem Bauch das Kunstwerk betrachtet und sagt, oh, ich habe jetzt kein Schildchen rechts unten daneben, wo ich sofort gucken kann, wer ist es denn? Ach so, habe ich doch gleich gewusst. Und den Preis, ja, halte ich für angemessen. Also, sondern nein, wirklich mal total blank, wie bei der Blindverkostung von Wein haben wir es dann zusammengefasst. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Und sie versteigern dann auch Werke. Ja, genau. Werke, ja. Ohne dass man weiß, von wem die stammen und wie viel die auf dem Markt eigentlich taxiert werden. Ja. Funktioniert das? Sind noch ganz frisch. Aber es ist wunderbar, da habe ich einen tollen Einstieg gleich in meinen Pillow Talk, in das Bett geflüstert. Ja. Und vielleicht, weil ich das eben auch so bedeutungsschwanger gesagt habe, ich glaube, Innenraumpsychologie, das ist nicht jedem klar, also mir war es, muss ich gestehen, nicht wirklich klar, was es für eine Berufsrichtung ist. Ja, ich habe mal wieder halb was erfunden, das mache ich anscheinend ganz gerne. Es ist, wir kommen im Grunde schließlich wieder der Kreis, weil es sind die gleichen Gründe, wie ich hier dieses wunderschöne Suite-Schlafzimmer mir gewünscht habe. Es geht
um den Einfluss eines Raumes auf das Wohlbefinden der Menschen. Also wie fühle ich mich? Ja, man kann ja... Aber das macht doch ein Interior Designer. Hier sitzt eine. wir haben ganz viele heute Abend da. Den will ich auch gar keine Konkurrenz machen. Die machen das auch alles ganz prima. Und erst sehr viel später, wenn schon fertig gestaltet ist, kann es passieren, dass ein Lokal viel zu laut ist. Sie kennen das alle. Man sitzt abends im Restaurant und muss sein Gegenüber wirklich anschreien. Merkt das aber währenddessen gar nicht. Erst wenn man rauskommt, denkt man, puh, das ist wie eine Nacht in der Disco eigentlich. Ja? Und so gibt es diese sogenannten Soft Skills. Es ist immer die Akustik, es ist immer die Beleuchtung und auch die Atmosphäre insgesamt, die einen Raum wirklich zum Wohlbefinden, also den Raum, den Menschen sich wohlfühlen lassen, okay. So wie Sie das sehen. Das i-Tüpfelchen auf dem Interior Design. Gut, jetzt wollen wir noch kurz Sponsoren danken. Oh ja, unbedingt. Also zunächst einmal nochmal dem Bayerischen Hof für die Ermöglichung, dass wir jetzt alle hier sein dürfen. Herzlichen Dank. Kleiner Applaus. Dann den neuen Werkstätten. Sie kennen alle diesen wunderschönen Showroom rechts unten da, nebendran direkt. Die planen auch, also kann ich noch Möbel kaufen. Und der ältesten Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz, Haugen Glarus, die uns diese Sonderstühle gestiftet haben für heute Abend, auf denen gleich die Mittorchester Platz nehmen werden. Herzlichen Dank dafür, sonst wäre das alles nicht möglich. Und Sie nehmen da auch. Ja, und jetzt darf ich Ihnen unseren Stargast weiblich vorstellen. Ich glaube, ich brauche sie nicht groß vorzustellen. Sie ist eine der renommiertesten Kunstsammlerinnen, auch international. Zeitgenössische Medienkunst, sie sagt zeitbasierte Medienkunst. Julia Stoschek ist extra aus Berlin eingeflogen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und sie ist so super gekleidet. Wir setzen uns jetzt gleich Handgepäck ins Bett. Und so, das kann man ja dann ganz, ganz spartanisch machen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt overdressed, ja. Aber wir haben gestern noch gesimst und ich habe sie gefragt, geblümtes oder gestreiftes Nachthemd. Dann hat sie gesagt, naja, ich will was Bequemes, ja. Ich weiß es noch nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann komme ich ins Stretch. Und sie also, im richtigen Pyjama. Ich bin Julia, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt für dich auch ziemlich neu. Haben dich schon mal so viele Leute im Bett angeschaut? Ja, definitiv. Ach doch! Und zwar noch viel mehr. Wir kennen ja alle dieses Bed in Peace, was 1969 von John Lennon und Yoko Ono in Amsterdam als sozusagen ja, Performance wirklich aufgeführt wurde, übrigens eine Woche lang. Moment, wir müssen erst mal geben. Ja, so. Eine Woche lang in Amsterdam im Hotel als Demonstration und vor allen Dingen. Aber da warst du ja nicht dabei. Nein, ich habe das reperformed 2011 in Düsseldorf zum Karneval und da waren 300 Gäste und habe ich den ganzen Abend auch mit Pyjama im Bett verbracht. Also insofern habe ich ein bisschen Erfahrung mit Pyjama im Bett und mit Gästen. Aber hier ist es viel exklusiver. Definitiv. Ja, und wir haben natürlich auch so ein bisschen das Ambiente, das war ja alles schon mal ganz, ganz normal für die wirklich Reichen und Wichtigen. Ja? Die Fürsten im 17. und 18. Jahrhundert hatten ihr Paradeschlafzimmer und dann haben sie die Audienzen im Prunkbett abgehalten. Und ich meine, das ist ein tolles Prunkbett jetzt hier im Bayerischen Hof. Aber wir machen keine Audienz, sondern wir machen hier wirklich ein Gespräch und es soll, und das, deshalb hier diese intime Atmosphäre, soll tatsächlich ein bisschen ums Herz gehen und nicht um Kunstmarkt, sondern um das, was Sammeln wirklich bedeutet für die einzelnen Persönlichkeiten. Dann haben wir noch drei Bettbeisitzer und die möchte ich Ihnen vorstellen. Kleiner Applaus, das sind die Bettbeisitzer. Also, das ist Karin Jeanette Martin. Ich habe gesagt, sie muss dabei sein. Das ist meine persönliche Kunsterfahrung, die mich einfach immer wieder erblühen lässt, weil sie durch Museen, durch Ausstellungen, aber auch historisch durch die Stadt in München zum Beispiel führt, aber auch eine Fachfrau ist für Reisen, für Kulturreisen, Iran oder Seidenstraßenländer, ja. Biennale. Also sie ist eine Allrounderin.
leidenschaftlich an Kunst interessiert und von Haus aus Kunsthistorikerin, Archäologin, Theaterwissenschaftlerin und dann hat sie auch noch 4 Kinder. Also, dann haben wir hier, er ist ein Architektur- und Immobilienprojektentwickler gewesen und hat vor 3 Jahren eine Galerie aufgemacht hier in München. Die heißt 2021 Modern Contemporary Art. Und er sammelt zum einen Künstler, das informell, das ist, also ich kannte es nicht, das ist abstrakte Kunst, in Deutschland 50er bis 70er Jahre letztes Jahrhundert, von denen er sagt, die kommen total. Und er ist einer der wenigen Galeristen, von denen man sagen kann, die sind wirklich extrem emotional engagiert, man nennt das wohl Pilotgalerist. Also einer, der sagt, ich fliege in der ganzen Welt herum und suche mir Künstler, die mich wahnsinnig faszinieren und die fördere ich dann, egal wie lange das dauert. Ich brenne dann einfach für die. Dr. Ferdinand Funk. Viele kennen ihn. Er kommt hoch vom Berg. Ist leidenschaftlicher Kunstsammler in jeder Hinsicht oder Kunstfan. Also er hat selber bei Lüttlers, glaube ich, auch das Malen gelernt. Er hat eine Galerie, er hat einen Kunstpreis. Er hat aber vor allem im Hospizberg, das ist er der Inhaber vom Arlberg 1800 Resort, im Hospizberg hat er einen Kunstsaal in den Berg gehauen von 1400 Quadratmetern, wo Ausstellungen stattfinden. Da gibt es auch noch einen Konzertraum. Und ja, also er hat im Sommer beispielsweise auch Künstler in dem Hotel, die dort leben, sozusagen Free Lunch. Und dann sind aber der Austausch mit den Gästen ermöglicht Florian Werner. Toll. Danke schön. Sie werden sich in unser Gespräch mit Julia einbringen und ich werde dann natürlich auch nachfragen und so weiter. Ich habe ganz, ganz viel mir überlegt, aber wenn Sie auch selbst spontan sagen wollen, oh, das interessiert mich jetzt, bitte, wir sind hier eben in einem intimen Kreis jederzeit. Ich würde gerne beim Secret Art anfangen, Julia. Diese Blindverkostung von Kunst, von Bildern, ist das ein bisschen naiv, also ich sage es jetzt nicht böse, ein bisschen naiv, oder kann man heute als Sammler irgendwie mit so etwas anfangen? Also ich finde die Idee erstmal großartig, weil es ist ja ganz klar, dass unsere Wahrnehmung immer beeinflusst wird vom Wissen, was wir haben, und das ist natürlich, spielt der Markt irgendwie immer eine Rolle und der Name sowieso, und insofern finde ich diese Idee großartig. Ich kann mir nicht vorstellen, sage ich mal, dass sie sich wirklich im ganz Großen umsetzen lässt. Und insofern müsste ich das mal ausprobieren. Ich habe mich heute einmal auf die Homepage eingeklickt und habe mir das mal angeguckt. Also ich finde die Idee wunderbar und also finde das, wie gesagt, von der Ausgangssituation sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, dass sie auf dem normalen Markt natürlich dann doch wahrscheinlich relativ unrealistisch ist. Wir haben die Auktion und wir haben den Kunstmarkt und ich bin natürlich eigentlich auch, muss man dazu sagen, eine Verfechterin der freien Marktwirtschaft. Und jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage und jede Nachfrage auch das Angebot. Und das ist eben auch in der Kunst so. Die Frage ist, ob man das mitmachen muss. Ja, ja. Ich mache es nicht mit, aber ich bin doch immer... Weil du nicht verkaufst. Ne? Naja, weil ich nicht verkaufe und weil ich sowas Sperriges und Kompliziertes und Schwieriges kaufe, was eigentlich sowieso die meisten Menschen gar nicht haben wollen. Und insofern habe ich da eigentlich ganz Glück mit der Kunstrichtung, die ich sammle. Aber ich denke schon, wie gesagt, dass man den Markt eben nicht jetzt regulieren sollte dahingehend, sondern das macht, ja, das passiert dann schon von selber auch irgendwie, glaube ich. Und das sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch gleich sagen. Du gehst natürlich auch nach Marktprinzipien vor. Du sammelst Masterpieces. Wir sagen gleich, was diese zeitbasierte Medienkunst ist. Ja, das ist ja eine unglaubliche Größe auch an Museen oder an Ausstellungsfläche, die du dafür bereitstellen musst. Aber das, was du sammelst, sind ja Masterpieces, also sind das, Hauptwerke. Ja. Die definieren sich, oft schon gezeigt worden in Museen, die wichtig sind, aber Auflage. Also ich glaube schon, ich glaube überhaupt mal allgemein, ich glaube, dass es übrigens Kriterien für gute Kunst gibt. Also davon bin ich absolut überzeugt. Ich glaube, es gibt eben, wie gesagt, Kunst, die nicht epigonal ist, eine Kunstform, die eine eigene Kunstsprache entwickelt.
eine Kunstform, die eine emotionale Auslösung hervorruft. Es gibt Kunst, das spürt jeder, egal ob er eine Vorkenntnis hat oder nicht, dass das wirklich was Besonderes ist. Also ich glaube ganz klar an Qualitätskriterien und ich glaube auch, wie gesagt, dass es die gibt. Und nach denen wähle ich schon, nach denen suche ich und wähle ich aus. Und meine, oder das Konzept der Sammlung ist eben, einen Künstler A über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Also nicht nur eine Arbeit von einem Künstler zu haben, dann hat man 100 Künstler und 100 Werke, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum eben dann schon diese Hauptwerke zu bekommen. Und das ist natürlich wie in der Seeschule, man muss sich da so ein bisschen reinarbeiten und immer wieder schauen. Und ich glaube auch, dass man eben ein Auge dafür entwickeln kann. Und das ist natürlich schon der Anspruch mit der Sammlung, jetzt nicht irgendeine Arbeit eines Künstlers zu haben, sondern dann wirklich die Hauptarbeit. Deswegen übrigens sind auch viele Künstler bei mir nicht in der Sammlung vertreten. Also um zum Beispiel so ein Beispiel zu geben, Jeff Wall ist vielleicht den meisten bekannt mit den Leuchtkästen, ist ein großartiger Künstler. Der würde eigentlich ganz toll bei mir auch in die Sammlung passen, weil ich sammle ja nicht nur Video, sondern auch Fotografie, Installationen, Performance. Aber die Masterpieces sind jetzt eigentlich weg, sagen wir mal, von den Leuchtkästen. Und es wäre total absurd für mich jetzt über den Secondary Market einen so einen großen Jeff Wall in die Sammlung aufzunehmen, um dann den Namen eben Jeff Wall bei mir in der Sammlung zu haben. Also das so sammle ich eben nicht, sondern es ist schon ein anderer Ansatz, wirklich über einen längeren Zeitraum die Generation, also meine Generation auch zu verfolgen. Aber dann natürlich aus dieser Generation dann hoffentlich die besten Arbeiten. Ja, ganz klar, das ist der Anspruch. Dann erklären wir noch mal kurz, viele wissen es, zeitbasierte Medienkunst, für dich ist das tatsächlich die beste Abbildung dessen, was in der Gegenwart passiert oder Spiegelung dessen und Verarbeitung dessen, was gegenwärtig passiert. Ja, das ist es schon. Also das ist, der Aspekt der Zeitgenossenschaft ist eigentlich das, was mich wahnsinnig umtreibt. Und für mich ist natürlich der zeitgenössischste künstlerische Ausdruck auch immer derjenige, der sich in den neuen Medien manifestiert. Und für mich gibt es eigentlich nichts Spannenderes als Medienkunst, weil sie eben so politisch ist, weil sie so eine lebensnahe Dynamik hat, auch weil sie eben nicht konform ist, weil sie eben auch nicht Mainstream ist. Und mich bewegt es einfach wahnsinnig, wenn Kunst auch politisch ist und eine Aussage hat. Also ich habe nichts gegen dekorative Malerei, ich finde das wunderbar. Aber für mich muss es eine Aussage haben und das sind natürlich die Medienkünstler absolut prädestiniert. Also das ist wir haben jetzt die ganz junge Generation, die Post-Internet-Artists, die sind sozusagen nach dem Beginn des Internets geboren. Und ich finde das eigentlich toll, wie die eben, wie gesagt, so politisch arbeiten. Und wenn man sich mal die Kunstgeschichte anschaut, dann war es ja schon über die Jahrhunderte hinweg, dass Künstler immer als Seismographen gesellschaftliche Entwicklungen vorweggenommen haben, kommentiert und eben auch wirklich mit einer Aussage versehen haben. Und das ist schon was ich finde, was die Medienkunst einfach ganz toll macht. Und das ist das, was mich auch so an ihr fasziniert. Wenn man ihr so zuhört, ne? Also ich gehe immer, ich ertappe mich dabei, wenn ich durch, ich bin jetzt gerade im Whitney Museum in New York gewesen und da waren da auch diese Videodinger, wo man diese schwarzen Räume und dann kommt immer Puff raus. Und ich ertappe mich immer, dass ich daran vorbeigehe. Und du machst mir natürlich das so leicht, jetzt zu sagen, es ist wirklich spannend. Und du musst eben dann auch mal zu mir kommen, weil wir natürlich genau versuchen, das zu vermeiden, weil das ist natürlich eine ganz anstrengende Kunstform. Und genau deshalb versuche ich jedes Mal einen Besucherparcours zu gestalten, helle Räume, wirklich eine choreografierte Ausstellung, Sitzmöglichkeiten, übrigens auch Angaben, wie lange eine Arbeit geht. Lass uns doch gleich mal. Es ist nämlich ganz schlimm, wenn man vor einem Monitor sitzt und weiß nicht, wie lange das Ding dauert, weil wenn man gehen will, dann kann man schnell gehen, aber vielleicht dauert das ja 2 Stunden. Also man kann das schon auch sehr besucherfreundlich machen, das ist wichtig. Die aktuelle Ausstellung heißt Electric Eels. Jaguars and Electric Eels. Also die von Alexander von Humboldt, Orinoco-Reise, genau. Zitteraal und Jaguar. Genau, von 1799. Also es geht um Natur. Ja, beschreib mal, wie du diese Medienkunst den Menschen, das ist ja eine Aufgabe, die du da gesetzt hast, diese ganz moderne, sperrige Form, die einen manchmal auch ein bisschen irritiert und auch beunruhigt, wie du die den Menschen nahebringst. Also die aktuelle Ausstellung, du hast es schon gesagt, heißt Jaguars und Electric Eels. Und das war eine Veröffentlichung von Alexander von Humboldt, das hattest du auch schon gesagt, von 1799, von seiner Reise vom Orinoco zum Rio Negro. Und man muss natürlich sagen, Alexander von Humboldt war so ein großer Visionär und ein Vordenker und hat ja eigentlich unser ganzes Wissen wirklich über die Natur geprägt. Das ist ja gerade eine große Biografie von ihm erschienen und er gilt ja auch als der Erfinder der Natur. Und er war natürlich sehr vorausschauend
hat auch schon das ganze Thema Umweltschutz als erster wirklich mit initiiert und unser Bewusstsein dahin gelenkt. Und der Zitteraal, wie wir ja alle wissen, tötet ja seine Feinde mit Elektrizität. Und Elektrizität brauchen wir natürlich auch für die Medienkunst. Und meine erste Ausstellung, die ich in Berlin hatte, die hieß Welt am Draht, basierend eben auf einer Geschichte von Fassbinder. Da ging es eben um den Menschen im digitalen Zeitalter und wie das unser Leben beeinflusst, das ganze Thema Sharing, Internet, Überwachung. Und jetzt habe ich gedacht, es wäre eigentlich ganz schön, sagen wir mal, diesen Schwenk hin zur Natur und zu den Tieren zu machen. Und wie geht es denen dann im Jetzt- und Ist-Zeitalter? Und da spielt natürlich das Thema Mutation eine große Rolle, hybride Lebensformen. Und es gibt eben ganz viele Künstler, die sich damit auseinandersetzen. Cyprian Gaillard heißt der. Mit den grünen Halsbandsittichen auf der Kühe. Ja. Beschreib doch mal, wie bringst du jetzt den Menschen, also in diesen Prozess der Auseinandersetzung, du stellst ja ganz viele Fragen und du gibst keine Antworten. Wie bringst du die Menschen zum Beispiel auf einem Pfad durch dieses Museum? Man muss dazu sagen, weiß vielleicht nicht jeder, Leipziger Straße, das ehemalige Tschechoslowakische Kulturinstitut. Genau, Kulturzentrum. Das ist so richtig DDR. Architektur. Ja. So, ich komme da jetzt rein. Da sind die grünen Halsbandsittiche zum Beispiel. Also wie bringst du die Menschen dazu, dass sie sich dieser Kunst öffnen? Also erstmal habe ich natürlich zwei wahnsinnig gut aussehende, charmante Frauen am Eingang. Das funktioniert da immer sehr, sehr gut. Und da wird man dann also sehr, sehr nett in Empfang genommen, damit so schon mal die erste sagen wir mal, Schwelle überwunden ist. Und dann, also wir haben natürlich, um das zu erleichtern, den Rundgang an Floorplan und wir haben auch immer Textbeschreibungen. Aber wir bitten natürlich auch die Führungen an. Und wenn man eben an einer Führung teilnimmt, dann gibt es natürlich eine ganz klare Erläuterung diesbezüglich. Also es wird die Geschichte erzählt, die ich jetzt schon so ein bisschen erzählt habe, von Alexander von Humboldt. Und dann geht man eben gemeinsam durch die Ausstellung, erst durchs erste Stockwerk. Und dann kommt man eben in dieses zweite Stockwerk, in den alten ehemaligen Kinosaal des Tschechoslowakischen Kulturzentrums und sieht eben diese wirklich spektakuläre Arbeit von Cyprian Gaillard Kö. Soll ich sie noch mal kurz erklären? Ein bisschen? Ja. Also Cyprian Gaillard, muss man sagen, gilt so als enfant terrible, gerade der Medienkunst natürlich, ist ein Franzose, hat unheimlich viele Preise gewonnen. Wir haben 2015 mit ihm eine, kann man schon fast sagen, Retrospektive gemacht, also wirklich eine Einzelausstellung in Düsseldorf. Und als er vom Hotelfenster rausgeguckt hat, also auch wieder Hotel, hat er festgestellt, dass da Papageien fliegen. Und dann hat er noch mal ein bisschen länger geguckt und am nächsten Tag auch wieder. Und hat also festgestellt, dass das ja schon sehr absurd ist, dass in Düsseldorf, sagen wir mal, diese kleinen Halsbandsittiche, die ja ursprünglich eben aus Asien und Afrika kommen, sich anscheinend in Düsseldorf wirklich als ganze Population angesiedelt haben. Und das ist auch so, die sind in den 60er Jahren als Käfigvögel gekommen, sind dann ausgebrochen, haben eine eigene Population entwickelt und nutzen, und das ist jetzt eben das Spannende, die Königsallee mit ihren Plantanen, eben abends zur Futtersuche und fliegen eben diese ganze Königsallee entlang, weil die Geschäfte, beziehungsweise das Licht der Geschäfte in der Dämmerung, ihnen genügend Licht gibt zum Jagen. Und das ist natürlich eigentlich ja eine ökologische Sensation. Also Tiere, die aus Asien und Afrika kommen, leben auf einmal in Düsseldorf und nutzen dann das Licht der Schaufenster, damit sie abends auf die Jagd gehen können. Also ich finde, das ist schon ziemlich weit. Also insofern erobert sich ja auch die Natur eben in gewisser Art und Weise dann den Raum auch wieder zurück. Und das ist natürlich ganz großartig gefilmt mit einem Tierfilmer aus Los Angeles mit so einem ganz, ganz großen, weiten Teleskop. Und es sieht wirklich montiert aus, aber die Arbeit ist wirklich nicht montiert. Es ist alles real, es ist eigentlich eine Art wirklich Dokumentation. Und also ich finde die Arbeit spektakulär und ich kann nur jeden einladen, die Halsbandsittiche zu besuchen. Aber wir haben auch noch, wie gesagt, Krokodile, Hunde und viele andere Tiere in dieser Ausstellung. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt alles... Ich habe mir ja natürlich auch die Sittiche rausgesucht, weil es immer was Schönes ist. Ich möchte ja immer das Schöne. Ja. Und natürlich ist deine Ausstellung nicht nur schön. Mit welchem Gefühl, denkst du, gehen die Leute raus? Also ich glaube, aus der jetzigen, das ist eine sehr, sagen wir mal, ästhetisch schöne Ausstellung mit sehr viel Narration und also sie ist deutlich softer als die Ausstellung vorher. Die Welt am Draht, da waren schon wirklich Arbeiten, die sind schon so ziemlich unters Herz gegangen, muss ich sagen. Und die auch sehr aufwühlend waren und vielleicht auch verstörend.
also die jetzige Show, wenn du vorbeikommst, da glaube ich, gehst du mit einem ganz, ganz guten Gefühl raus, okay. Weil sie wirklich eine unheimlich schöne Ästhetik hat, sie hat unheimlich schöne poetische Arbeiten. True North von Isaac Julian, eine Dreikanal-Installation, die am Polarkreis spielt oder beziehungsweise auf die erste Polarexpedition von 1909 inhaltlich abzielt und in Island gedreht ist. Das ist ein komplett auratischer Raum mit drei riesengroßen Screens und einem tollen Sound und die Besucher kommen immer wieder und meditieren fast da drin. Also so, so schön sind diese Naturaufnahmen, die Schnitte, also das ist wirklich eine sehr... Okay, ich habe natürlich unterstellt, dass das vor allem um die Bedrohung der intakten Natur und unserer Welt geht. Nicht nur, eher so im subtileren, in der subtileren Art und Weise, aber es geht vor allen Dingen eben dann auch, zum Beispiel bei Annika Yee, um die Idee der Mutation, beziehungsweise was passiert eigentlich mit unserer Natur, wo greift der Mensch aber auch ein, also wir wissen ja, dass man schon mittlerweile Menschenzellen mit Schweinezellen kombiniert hat. Das stand dann in der Zeitung, es ist ein French, wie heißt es, Monika? French? Also insofern ist das Thema Mutation spielt eben auch eine ganz, ganz große Rolle. Wie weit gehen wir im Labor? Und wie viel wissen wir überhaupt? Und ganz viel wissen wir natürlich überhaupt nicht, was da passiert. Es ist eben nicht die Kunst, die ich sehr häufig in den Museen sehe, die mich wirklich sehr, sehr irritiert. Ich gehe auch häufig eben nicht in diese dunklen Räume hinein, weil ich so viel Gewalt, Zerstörung, Destruktion, Seelenlosigkeit als Anklage sehe, dass mich das wirklich irre macht. Ja, aber da müssen wir nochmal an den Medienausstellungen arbeiten. und wir haben ja hier in München nur eine ganz große Pionierin, das muss ich ja mal sagen, also Ingrid Götz, die ich ja unglaublich schätze, die übrigens heute lustigerweise in Berlin ist und heute einen Preis in Berlin bekommt und mich eingeladen hat. Und ich habe ihr gesagt, ich bin heute hier in München. Das gibt es eigentlich gar nicht. Nein, auf jeden Fall. Und die ja wirklich Pionierarbeit leistet und fantastisch auf demselben Gebiet. Ja, das muss man wirklich sagen. Damit ich jetzt unsere Beisitzer gleich einbeziehen kann, ich glaube, Sie haben jetzt so ein bisschen einen Eindruck, ne? was für eine Sammelleidenschaft ist hier im Bett. vielleicht der Impuls, das war ja wirklich ein life-changing Moment für dich, als du diesen Elefanten gesehen hast, der seinen eigenen Tod spielte. Das war eine Videoinstallation in New York. Von Douglas Gordon. Das hat dich dazu, du hattest vorher eigentlich keinen Bezug zu dieser Kunst. Also nicht wirklich. Also man muss dazu sagen, mehr als 10 Jahre. Genau. Ja, ich komme aus einem sehr technikaffinen Haushalt. Also mein Vater wollte immer Filmer und Fotograf auch werden. Meine Großmutter war Schauspielerin und auch schon Filmerin. Also ich bin schon mit dem Medium auch groß geworden. Ganz klar, also Film und Kamera hat schon eine große Rolle auch bei uns zu Hause gespielt, immer die neuesten Aufzeichnungsgeräte und es sind natürlich auch irgendwie viele Ereignisse meiner Kindheit aufgezeichnet worden. Und ich war eben Jahrgang 75 und MTV war auch was Wichtiges für mich. Also das ist schon so meine Generation natürlich, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich mag selber sehr gerne die Bewegung und eben Bilder. Und insofern war das natürlich ziemlich nah, eben zum Bewegtbild dann hinzugehen und sich darauf zu konzentrieren. Aber es gab natürlich Erweckungserlebnisse. Menschen und Tiere auch wieder. Als Menschen sicherlich Harald Falkenberg, der mich sehr, sehr geprägt hat. Bis heute mit seinem großen Enthusiasmus und seiner Leidenschaft. Aber der kam doch erst nach dem Elefanten. Der kam erst nach dem Elefanten. Der Elefant war in New York. Das ist wirklich eine sehr wichtige Arbeit von Douglas Gordon. Play Dead, Real Time. Und zu sehen ist auf einem wirklich überlebensgroßen Screen und noch zwei kleinen Monitoren ein Elefant, der eben seinen eigenen Tod spielt. Und das war noch so mein erster Amerika-Aufenthalt und dann New York und dann ja Gagosian Gallery. Also ich weiß noch, ich war total ängstlich und habe dann diesen großen Raum betreten. Da war diese riesige Installation. Und das hat mich einfach wahnsinnig berührt. Es ist auch in der Galerie übrigens gedreht worden mit diesem Elefanten damals, dass man es schafft, einem Tier eine so unnatürliche Geste beizubringen, nämlich sich hinzulegen und den eigenen Tod zu spielen. Und diese Grenze zwischen Natur, Kultur, Dressur, vielleicht kann man das so am besten sagen, hat mich unheimlich in den Bann gezogen. Und wer Douglas Gordon kennt, das ist ein fantastischer und großartiger Künstler, der gerne mit dem Vanitas-Motiv sowieso auch immer wieder spielt. Der weiß auch, dass es dann immer noch Hintergründe hinter diesen Arbeiten gibt. Und
der Hintergrund hinter dieser Arbeit ist eben, dass in Coney Island damals, bevor dieser Luna Park außerhalb New Yorks, ich glaube Ende der 50er Jahre, geschlossen wurde, gab es eben auch wilde Elefanten. Ein Elefant wurde immer gequält von seinem Wärter und sollte dann getötet werden, weil der auch eben den Wärter dann angegriffen hat. Und damals hat man wirklich überlegt, noch in den 50er Jahren, wie bringt man so ein großes Tier um? Also mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom. Und hat ganz furchtbare Experimente gemacht, um dann letztendlich diesen Elefanten zu töten. Und aus dieser Geschichte heraus ist eben Douglas Gordon dann zu einem Zirkus gegangen, hat einen Dresseur mit einem Elefanten gefunden, hat diesen Elefanten in diese Gagosian Gallery gesetzt. Ich kenne die Geschichte von Larry, das muss spektakulär gewesen sein, ähnlich wie bei einem Richard Serra, weil er ja so schwer war. Hat dann wirklich dort diese Aufnahme gemacht und daraus ist diese Arbeit entstanden. Und die hat was zutiefst Trauriges, aber auch was eben zutiefst Berührendes. Und das ist einfach ein Erlebnis, was ich nicht vergessen habe. Und die Arbeit ist nicht Teil der Sammlung. Aber wenn ich sie irgendwo sehen kann, dann fahre ich immer hinterher, wenn dann das Elefantentourismus ist. Diese Leidenschaft. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die ich dann gerne an die anderen auch weiterleiten möchte. Du hast gesagt, Art is a virus. Also mich hat es wirklich, diese Kunst hat mich so berührt. Das ist mein Spruch. Okay. Es gibt auch andere Leute, die alles wird gut sagen. Und vielleicht beschreibst du, was es in dir auslöst. Diese Kunst zu sammeln, damit wirklich dein Leben zu verbringen, auch, das interessiert mich dann später auch noch, du lebst ja auch in deinen Privaträumen damit. Was ist es? Dieser Virus, was ist es, was dich trägt in dieser Arbeit? Na, also der Anfang war sicherlich einfach diese Synästhesie dieses Mediums, also dass es sowohl eben akustisch als auch visuell, ich finde, bis hin zu physischen Auswirkungen erzeugen kann, das finde ich absolut, dass es große Emotionen hervorruft. Und das begeistert mich eigentlich bis heute. Und das sind natürlich auch einfach diese Bilder. Und wir sind von so vielen Bildern umgeben. Aber wenn es eben diese Bilder gibt, die im Kopf bleiben, dann ist das eigentlich schon was ganz Besonderes. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer gerne möchte mit meinen Ausstellungen. Dass wenn man danach rausgeht, dass irgendwas hängen bleibt, irgendeine Arbeit und dass das irgendwas so einfach in der Erinnerung bleibt. Und wenn wir das schaffen, dann ist das eigentlich schon, finde ich, eine große Leistung und dann ist das vielleicht auch gut und dann kommt man vielleicht nochmal und guckt sich die Arbeit vielleicht nochmal an. Dann bist du jetzt beim Rezipienten. Ja. Und bei dir, was löst der Virus aus, das Virus aus? Also bei mir ist es einfach ein unfassbares Glück. Also es macht mich wahnsinnig glücklich, aber eben vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung mit den Künstlern, das ist natürlich auch ganz klar. Deswegen 90% der Künstler leben zum Glück bei mir noch in der Sammlung, ist das natürlich ganz, ganz toll, diesen Dialog zu haben und diesen Austausch und natürlich auch Ausstellungen gemeinsam zu konzipieren, die Arbeiten zu installieren, die Räume zu gestalten. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz enger Austausch und die Arbeiten müssen eben installiert werden, deswegen gibt es eben diese Manuals und die Aufbauteams und auch wirklich diesen ganzen Kontakt. Und insofern ist es schon eine sehr intensive Beziehung und wirklich auch eine unheimlich große, auch inhaltliche Auseinandersetzung mit dem inhaltlichen Teil der Arbeit, aber eben auch mit dem technischen Teil natürlich der Arbeit. Das spielt ja nun mal auch eine ganz große Rolle bei uns. Das Thema Archivierung, Konservierung. Sie sind sofort dran, aber da würde ich gerne noch nachfragen. Dein Verhältnis zu den Künstlern. Du bist keine Künstlerin, du kommst nicht aus dieser Welt, aber diese Welt fasziniert dich. Absolut, bis heute total. Und hast du für dich eine definierte Haltung oder Rolle, wie du dich selbst begreifst, wenn du im Umgang mit den Künstlern? Bist du Resonanzboden für sie? Spürst du deren Botschaft? Oder? Also ich verstehe mich schon als Philanthropin und als Ermöglicherin und als Förderin. Also mit Mäzenatin, da kann ich nichts anfangen. Also ich glaube eher so als Förderin und ich wollte auch immer in Düsseldorf ein Haus für die Künstler machen und unsere Ausstellungen sollen auch in erster Linie erstmal für die Künstler sein und die Arbeiten sollen so installiert sein, dass die Künstler damit glücklich sind. Also Kunst hat mich immer von der Kunstseite und von der Künstlerseite her interessiert. Also das ist ganz, ganz klar. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, froh, dass es so großartige, kreative Menschen gibt, mit denen ich zusammenarbeiten darf und für dich was ermöglichen kann. Ein ungeheurer Fonds von
Kreativität und natürlich die Menschen bieten, und damit ist ein sozialer Aspekt ja sehr stark verbunden, Menschen zu dieser Kunstform zu finden und zu führen, wie du es jetzt gerade auch bei mir tust. Jetzt kommen wir aber zu Ihnen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil natürlich könnte ich mir vorstellen, wenn wir über Sammelleidenschaft sprechen wollen und eben nicht über den Kunstmarkt und dessen Mechanismen, dann würde ich vielleicht gerne bei Ihnen anfangen, Herr Werner. Sie haben sogar mal gesagt, also für mich ist das auch brutal manchmal. Das ist richtig hart, was ich da jetzt mir angelacht habe mit diesem ganzen Kunstportfolio, das ich mir geschaffen habe. Vielleicht beschreiben Sie, wie das für Sie, was für Sie die Sammelleidenschaft bedeutet, die Sie ja so enorm dann auch in Bautätigkeit und viele andere Dinge geführt hat. Es war auch ein, ich will nicht sagen ein Virus, der mich da gepackt hat, mit dem Ganzen und dann viele Zufälle, aber es war so der Weg, den ich gegangen bin, weil meine Schwester geheiratet hat und wir ein Geschenk gesucht haben und dann habe ich was gemalt und dann hat das Malen Spaß gemacht und dann habe ich Malkurse besucht und habe dann, das war immer so wie das mit dem Segelschiff aufs offene Meer hinaus segeln, nicht wissen, wo die Reise hingeht. Ich weiß es heute noch nicht wirklich, wo die Reise hingeht. Wir haben so ein Konzept, das heißt Land in sich, aber wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Und das waren dann so Schritte, eben dieses Malen für meine Schwester, dann selber malen auf Mallorca, dann war ich auf der Art Bodensee, hab da gleich mal, ich war dann sehr frech und habe dann gleich gesagt, ich möchte gerne ausstellen, ich möchte gerne einen quasi Galerist dort ausstellen. Und gesagt, das ist nicht so einfach, du bist die Hotelier, kannst du nicht Galerist jetzt deine Eigenkunst ausstellen, du bist ein Künstler, das war immer sehr verwirrend. Und da war dann auf der Art Bodensee und habe dann eine Ausstellung in St. Anton gehabt und ging dann weiter nach, dann kam Künstler und gesagt, du, wir würden gerne ein Hotel ausstellen, aber im Hotel stellen wir nur aus, wenn du eine Galerie hast, und weil sonst ich als Künstler kann ich nicht im Hotel ausstellen. Und so, ja, mach ja, genau. Frühstücksraum wäre jetzt nicht so schick, ja. Nein, und habe gesagt, das ist ja nicht so schwer, muss man keine Prüfung machen, um Galerist zu sein jetzt. Und dann sage ich, jetzt mache ich eine Galerie in St. Christoph. Ich habe im Hotel eine Galerie gemacht, dann kam ein Berliner Gast, Weihnachten, Silvester 2008, 2009, und er hat gesagt, du, Galerie im eigenen Haus zählt nicht, du musst eine Galerie außer Haus machen, geh doch nach Bregenz. Und dann bin ich so wie dieses harte Brot des Galeristen-Dasein, denn ich... Das ist gar nicht so hart. Also für mich war es hart, die 5 Jahre, weil es wirklich ein... Also Sie haben ja nebenbei immer noch das Hotel. Ich habe immer noch das Hotel gemacht, nebenbei, und habe dann eben, im Sommer war ich Galerist am Bodensee und im Winter war ich Wirt am Arlberg und bin dann so hin und her gebettelt, und dann war eben, wie wir dann dieses Konzept gemacht haben, dieses Land in Sicht, weil ich war wirklich planlos, nur aus Freude, es hat einfach nur Spaß gemacht mit den Künstlern zu sein und selber zu malen. Es war einfach Freude, es war einfach Spaß da. Haben die mich gefragt, was ich gerne mal machen möchte. Und dann sage ich, also ein Museum wäre schon mal schön zu haben. Dann haben die gesagt, ja, so nachvollziehen. Ich sage, ja, mit 70, weil ich habe keine Ahnung, wie soll ich denn das finanzieren? Über das Hotel kann ich kein Museum finanzieren. Und dann kam das über Immobilienumwege, weil wir dann ein Haus in St. Christoph gebaut haben, wo wir 3 Wohnungen verkauft haben, um das zu finanzieren, das Ganze. Und ich dann aber gar nicht eingezogen bin, weil dann noch ich mich von meiner damaligen Frau getrennt habe. Also es war dann immer notwendig. Ich habe gesagt, ich habe eh eine Wohnung dort, wo die Mitarbeiter wohnen. Ich baue nicht noch ein Haus in St. Christoph. Und dann haben wir das auch verkauft. Also die letzte Wohnung, touristische Nutzung, also nicht Ferien, sondern touristische Nutzung. Und dann war so viel Nachfrage da, dass ich dann zum Architekten gesagt habe, da südlich vom Haus hätte man ein großes Grundstück. Da wird doch unterirdisch eine Kunsthalle reinpassen. Oben die Suiten zur Finanzierung, weil irgendwo muss ich das Geld herholen. Und Sie haben, darf ich das fragen, wie viele Millionen da rein? 30. Aber die haben nicht bloß Geld finanzieren können. Das war wirklich dieses Glück. Ich bin zum Bürgermeister gegangen und gesagt, lieber Herr Bürgermeister, ich baue dir eine Kunsthalle, aber ich brauche oben eine Möglichkeit der Finanzierung, weil ich habe es nicht. Ich kann es nur, wenn ich diese Wohnungen wieder habe und dann verkaufen kann, dann kann ich das finanzieren. Und die hatten dann so viel Mitleid mit mir, bei der Dom in St. Christoph. Und da war eben diese Zeit davor auch ganz wichtig, dass ich schon in der Kunst unterwegs war, dass es nicht so plötzlich da war, so von heute auf morgen, sagt, jetzt spinnt er total, haben sie ja damals auch gesagt, jetzt spinnt er. Weil ich dann in den Tiroler Bergen, wenn man dann Kunst macht, das ist ja nicht so das tägliche Brot dort. Und dann ist man gleich verrückt. Und dann haben wir eben diese Zeit davor, das waren also kleine Puzzleteile, auch die Artist in Residence, die wir gehabt haben im Haus, dass sie mir das wirklich abgenommen haben. Die haben das schon gemerkt, das ist meine Leidenschaft. Also da lasse ich nicht von diesem Weg abbringen. Und habe dann die auch überzeugen können und hatte das große Glück,
dass ich auch diese 17 Suiten verkaufen konnte, relativ zügig vom, im Grunde vom Plan weg. Und da war auch so die Rechnung, okay, wir brauchen 30 Millionen, dividiert durch die Quadratmeteranzahl, die zur Verfügung sind, an verkaufbarer Fläche, gibt Durchschnittspreis 13.000 Euro in St. Christoph. Und haben das wirklich dann verkaufen können. Und damit konnte ich also nicht alles, es ging sich leider die Rechnung nicht ganz auf, aber 90% der Kunsthalle über diesen Verkauf finanzieren. Also sind schwer infiziert. Das muss man sagen. Beschreiben Sie mal die Symptome. Also Sie haben die jetzt schon toll beschrieben. Ja, ja. Aber was ist es, wenn Sie mit einem Künstler, der jetzt im Sommer beispielsweise bei Ihnen lebt, leben und oder sprechen, zusammen sind, aber vielleicht auch gemeinsam arbeiten. Was ist es, wenn Sie eine Ausstellung in dieser großen Kunsthalle eröffnen, wenn Sie Ihren Preis vergeben? Was sind das für Gefühle? Was ist es, was Sie da... Das ist im Grunde die Freude. Es ist einfach, es macht mir Freude, mit den Menschen zusammen zu sein. Ob das jetzt musikalisch ist oder bildende Kunst. Ich habe das große Glück, ich kann ja beide. Ich habe beide um mich. Ich habe nicht nur den bildenden Künstler um mich, ich habe auch jede Menge junge Künstler aus der Musikwelt um mich. Und da ist einfach das Schöne, und das treibt mich auch an, weil es ist belastend, es ist viel Arbeit. Es war das Projekt immer knapp vorm Scheitern. Wir haben nicht gewusst, ob es funktioniert. Es war wirklich ein steiniger Weg aus den Steinen, die man mir vor die Füße gelegt hat, hätte ich ein anderes Skigebiet aufbauen können. So hohe Berge wären das geworden. Und aber es war immer diese Freude, mit den Leuten da zusammen zu sein. Und Sie dann könnten auch beim Skifahren Freude haben oder Sie könnten beim nette Klamotten tragen. Aber es ist tatsächlich die andere Welt. Ne? Es ist die Welt auch dahinter. Weil es kommt ja immer, mit der Kunst kommt ja immer eine Dimension zu Ihnen, die nicht in der Bergwelt die normale ist. Und die Sie in der tiefsten Seele berührt. Und das hat dann eben einfach mit diesen, und dann nicht wissen, das hat auch noch das, was mir besonders Freude macht, nicht wissen, was in 20 Jahren mit den Künstlern passiert, die heute bei mir sind, sei es aus der Bühne, Kunst oder Musik. Da können ja, wenn da zwei, drei dann die Großen dieser Erde sehen und sagen, du komm doch wieder mal zu uns und mach eine Ausstellung oder spiel bei uns und sie genießen es bei uns. Oder die leben ja wie Gott in Frankreich, die werden verpflegt dreimal am Tag, die müssen ja nichts tun. Die Künstler können in ihrem Studio in einem Atelier, das wir zur Verfügung stellen, und die können dort sein. Und das ist dann das Schöne. Und besonders das letzte Highlight hatte ich heuer wieder vom Museum in Baden-Baden, Frieder Burda, in Zürich ruft mich der Wirt an und sagt, der will deine Kunsthalle anschauen. Und natürlich, ich sperre die jederzeit auf. Das Schöne ist, ich kann die auf- und zusperren, wann ich möchte, weil die ist privat. Das ist halt wie bei dir, da kannst du einfach, es gehen keine Fördergelder drin, nichts. Und wenn du dann solche Menschen verblüffen kannst, das macht dann so richtig Freude. Wenn du runtergehst und sagst, Herr Werner, jetzt haben Sie mich aber verblüfft. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und das ist dann diese innere Kraft gegen all diese Mühseligkeiten, die da draußen waren auf der Welt. Und die Familie hat es ja auch nicht verstanden. Was macht er da jetzt? Spinnt er jetzt wirklich? Jetzt baut er da eine Kunsthalle. Das ist ein Todesgeschäft. Da wirst du nie überleben damit. Und dass wenn du dann da so diesen Highlight sagst, der Schatz, kannst du ja dann Frieder Burda überzeugen oder verblüffen und sagen, da haben sie mich überrascht. Darf ich Frau Jeanette Martin jetzt mal nicht nach ihrer persönlichen Erfahrung fragen, sondern genau nach diesen Sammlern. Und Sie haben ja da auch also von in Deutschland Wirth oder Burda oder Brandhorst oder Stoschek oder Götz oder was wir alle, oder eben Getty, Whitney, Guggenheim. Ist das von außen betrachtet, aus Ihrer Perspektive, ist Sammler zu sein sozusagen auch eine gesellschaftlich akzeptierte Form, sein Ego auszuleben? Ja. Ja, das ist ja, wenn man Sammler anschaut, haben die meisten ja nicht, sind Kunst aus kunstfernen Bereichen. Aber was nicht umsonst ist ja die Kunstgeschichte, um doch auch wieder auf mich zu kommen, ein philosophisches Fach. Und diese Leute, die Sammler, die sehe ich von außen, die so haben eine Verbindung, die sind neugierig, hinter den Spiegel zu schauen, was ist das Leben, was hat das noch zu bieten, was gibt's da? Und dann hat jeder ein eigenes Erweckungserlebnis und die meisten Sammler, ich komme dann gleich zur Frage, fangen meistens relativ simpel an. Die müssen sich auch erstmal einarbeiten, um das zu bringen, was in der Einladung stand, mit der Weinblindverkostung. Dass man also, genau wie man einen Wein
gut findet und ohne, man sollte nicht wissen, das ist Chateaubetrüss oder sowas. Die meisten gehen von Bauch raus erstmal an irgendeine Sache ran und arbeiten sich dann hoch, wie die Chinesen, die mit Lambrusco angefangen haben, glaube ich, als sie noch gar keinen Wein mochten. Und jetzt sind sie auch bei französischen Lagen. So macht Lagen. Sie ihre Führung. Ja, nein. Und, nein, und die Sammler fangen also aus egoistischen Gründen alle an zu sammeln. Natürlich, weil sie einen Weg suchen, aus ihrem Leben eine Neugierde zu haben, was es noch gibt, dann ist die Kunstwelt. Sie haben gerade Philosophie gesagt, es ist schon eine philosophische Dimension. Es ist nicht philosophische Dimension, weil das ist ja, wenn ich arbeite, eine Firma habe, Umsatz mache, marktwirtschaftlich denken muss, für Mitarbeiter denken muss, dann sind das Dinge, die, jetzt möchte ich niemanden beleidigen, relativ mechanisch vonstatten gehen, das sind gewisse Prozesse, die dann einfach ablaufen müssen. Aber es gibt so eine Art Geheimnis des Lebens, was uns Menschen alle ausmacht, dass wir eben nicht Maschinen sind. Und das ist ein Geheimnis des Lebens und das ist oft in der Kunst zu finden. Und das ist, was dann so ein leidenschaftlicher Funke ist, der alle Sammler, ob die jetzt Malerei, Skulptur, Videos sammeln, verbindet. Und das Schöpferische, was wirklich der, ja, wenn man so will, ein göttlicher Funke oder sowas ist. Und dieser göttliche Funke, das kann auch durchaus, wir leben jetzt in einer Welt voll Widersprüche und schrecklicher Dinge. Deswegen kann das auch, wenn ich jetzt auf heutige Kunst gucke, hässliche Kunst sein. So eine Kunst wie vom amerikanischen Künstler McCarthy, der Videos macht, die pornografisch sind, die schrecklich sind, die mit Exkrementen zu tun haben. Hast du den? Nee. dann rennen mir schon Leute dann. Die teuer sind und die besten Arbeiten die sind weg. Arbeiten sind weg. Genau, aber ich hätte ihn gerne. Den obwohl, das stimmt schon. Nicht. Ich habe doch von der Compilation, haben wir was, ne? Doch, wir haben McCarthy. Ja, mit den historischen Arbeiten. Doch. Also Sammelleidenschaft und diesen philosophischen, schöpferischen Funken zu finden, hat nicht unbedingt mit kitschiger Schönheitssuche zu tun, sondern es ist mehr, es geht weiter, nach dem Leben an sich zu suchen und nach den Konflikten und Widersprüchen im Leben. Und wenn ich bei Frau Stoschek in der Sammlung bin, dann habe ich Multikanalarbeiten, die mich überfordern, so wie das Leben. Und jetzt kann ich eskapistisch denken, ich will nur Blumensträuße zu Hause hängen haben, ich will mit dieser Welt da draußen nichts zu tun haben. Oder ich bin ein Sammler, der eben diesen Funken hat, der sagt, ich will jetzt rüber hinaus. Aber das hat so viele verschiedene Aspekte. Das Ego-Ausleben ist da zu wenig, das klingt zu negativ, als würde man sich so profilieren wollen. Das ging bei den Medici los, das ist einfach zu vielschichtig. So ein Medici hat einen Michelangelo gefördert, als jungen Mann schon. Und natürlich konnte er später mit der großartigen Kunst auch angeben. Aber das ist zu klein gegriffen zu sagen, ja, ich habe den gefördert, der musste ja erst mal schauen. Ja? Und die ganze, das ist so vielschichtig, diese ganze Sache mit dem Ego. Das hat natürlich auch insofern Aspekte, die haben wir schon angesprochen, das hat Frau Stoschek schon gesagt, die Kunstwelt ist einfach eine unheimlich tolle Welt. Die Künstler sind interessant, sich über Kunst zu unterhalten ist interessant. Die Abendessen in den Kneipen neben den Galerien sind spannend, auf den Messen ist es lustig. Und es gibt auch Sammler, die rein deswegen von... Aber es ist auch extrem eitel, die ganze Gesellschaft, ne? Oder? Manchmal kauft man auch Kunst, weil man sich vielleicht... wie viel in den Künstler verguckt hat. Oder sowas gibt es auch. Gibt es Sammlerinnen? Die, ja. Ich habe die ja mit einem Kind. Wir sagen auch den Namen. Wir sagen keine Namen. Doch. Ja. Manchmal kommt mir aus den... Ego ist immer zu viel. Manchmal kommt man aus den interessantesten Dingen dazu, Kunstsammeln dazu. Ich bin ja keine, wie Sie ja merken, ich bin ja keine Kunstspezialistin, aber das Thema natürlich ist das ein sehr eitler,
Betrieb, das kann durchaus sehr sein, aber es ist auf der anderen Seite eben ein Betrieb, der neue Dimensionen und eben eine ganz neue Form des Denkens und des Erlebens ermöglicht. Ja. Und das sich auch zeigen, jede Sammlung, du sagst es ja selber, sollte ihre Handschrift haben. Ja. Also ich finde es schön, wenn sie das hat. Und welche ist deine? Naja, ich habe mich spezialisiert auf Time-Based. Das ist schon klar, aber da kannst du ja auch nochmal. Ja, und also ich habe schon auch einen konzeptuellen Sammlungsaufbau. Also ich versuche wirklich, sagen wir mal, vom Beginn der Medienkunst von 63 bis heute zu sammeln. Das ist die eine Idee, um wirklich schon so eine chronologische Linie auch abzubilden. Das finde ich unheimlich wichtig. Zum anderen habe ich das ja schon gesagt, eben wirklich die Hauptwerke zu bekommen und dann eben wirklich ganze Räume und Werkgruppen, also das ist schon auch wichtig für mich, dann innerhalb eines Oeuvres. Also das ist schon, kann man schon sagen, ist ein konzeptueller Sammlungsaufbau. Ja. Aber natürlich mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Liebe, und ich kaufe natürlich nur das, was mich fasziniert. Aber es gibt da schon ein Konzept. Also es ist jetzt nicht so wie mit der Schrotflinte, also das mache ich nicht. Kommen wir gleich zu Ihnen, Herr Dr. Funk, aber erst, weil du gerade das Stichwort, ich kaufe nur das, was mich fasziniert. Was passiert? Also nimm mal das letzte Beispiel, was du gekauft hast. Beschreib mal diesen Prozess, das fasziniert mich, das kaufe ich. Also das ist eigentlich bei jeder Arbeit anders oder immer wieder gleich. Also das ist, eigentlich sind es die Bilder, die im Kopf bleiben. Das muss ich wirklich sagen. Das ist das, was mich wirklich bewegt. Was bleibt wirklich, und dann schläft man nochmal eine Nacht drüber. Manchmal gibt es einen Spontankauf, ganz klar, aber oft, wie gesagt, schaue ich schon, dass die Arbeit auch wirklich in das ganze Konvolut der Sammlung auch passt und überlege, wie ich es auch natürlich platzieren kann. Zu welcher Ausstellung? Die letzte große Arbeit ist jetzt von Annika Yi, das Flavor Genome, was jetzt bei uns auch gerade in der Ausstellung zu sehen ist. Diese Arbeit. Dann hast du das in einer Ausstellung gesehen? Ich habe es im Fredericianum gesehen, genau, bei Susanne Pfeffer. Die hat das kannte kommentiert. Die Künstlerin? Nee, kannte sie noch nicht. Aber dann wirst du wahrscheinlich erstmal die Künstlerin kennenlernen. Genau. Es eigentlich geht immer über den Kontakt. Natürlich muss man dann irgendwann auch auf eine Galerie kommen. Ich schätze die Galeriearbeit sehr. Aber ich habe jetzt keine beratende Galerie oder so. Also die Künstler geben immer die Galerien vor, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann kommt das. Also so ist es bei mir. Also du legst schon Wert drauf, den Künstler oder die Künstlerin persönlich kennen? Ja, auf jeden Fall. Das ist mir schon, weil ich finde, es gibt niemanden, der das besser erklären kann als der Autor sozusagen. Und das finde ich natürlich immer unheimlich schön. Und das Tolle an der Arbeit ist, dass es auch noch eine 3D-Arbeit ist mit so einer ganz neuen HD-Technologie. Und also da kann man wirklich sozusagen, da fällt man so in das Bild wirklich rein. Also es ist, da haben wir wirklich auch diese physische Komponente in dieser Arbeit. Und das ist ein ganzer Raum und ist wirklich eine spektakuläre Arbeit, das muss man absolut sagen, ja. Und Sie haben ebenso genickt, Herr Dr. Funk, als er auch von dem Virus sprach. Ja, interessant, die Vokabel verwenden wir eigentlich gar nicht. Erweckungserlebnis, das haben Sie gesagt, das war auch bei Ihnen. Es ist schon so etwas, der Zufall kennt nur einen vorbereiteten Geist. Ne? Sie hat das irgendwie angeflogen, weil Sie bereit waren für diese neue Dimension in Ihrem Leben. Ne? Sie waren ja in einem ganz anderen Business. Ja, also um mich mal abzugrenzen, ich gehöre zur dekorativen Kunst, ja, das hatten Sie vorher so nett gesagt. Ich gerne mag, ja. Aber auch dekorative Kunst kann sehr sinnlich und sehr hintergründig und sehr vielsagend sein. Und noch zu Ihnen, Sie haben Furcht vor dem Dunklen, kommen Sie zu mir, da ist vieles hell, ja. Also, aber... Ja, ich bin mit Kunst groß geworden, vielleicht anders wie er. Mein Vater oder auch mein Großvater haben schon gesammelt, aber ich habe es überhaupt nicht bewusst wahrgenommen. Aber heute, Sie werden es nicht für möglich halten, denke ich oft an meinen Kunstlehrer in der Schule, den ich auch nicht ernst genommen habe und so mitgemacht habe, wenn wir den so aufgezogen haben. Heute tut es mir leid, und ich bin heute, wenn ich so reflektiere, was der gemacht hat, was er uns so gezeigt hat, fand ich diese Arbeiten gut und sage nur ganz kurz ein Stichwort, da fängt es an zu dem ursprünglichen Thema, wir müssten eigentlich mehr Bildung bekommen, mehr hingeführt werden zu dieser Kunst, zu dem Sinnlichen, zu dem Ästhetischen in der Schule, auch was Architektur betrifft. Und dann würde sich die Frage erübrigen, ob wir Blindverkostung machen, dann wüssten die Menschen mehr, was gut ist und was nicht gut ist. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch schön, es braucht dieses Geld, es braucht diese Bewertung, weil Künstler sind Meister, die auch Geld verdienen wollen, wie ein Schreinermeister, wie ein Installateur, wie ein Elektriker, der ein guter
der gute Arbeit macht. Ich habe heute, wird bei mir ein Parkettboden neu gemacht, weil ich einen Wasserschaden hatte. Der hat es einfach zipzap gemacht. Da dachte ich, guter Handwerker, hat die Werkzeuge gut eingesetzt und war ganz bescheiden. Aber sagte ich, das, und der verdient sein Geld und er muss es auch verdienen. Und so muss ein Künstler auch sein Geld verdienen. So braucht es diese Werte, so braucht es diesen finanziellen Aspekt. Ich habe nach Ihrem Erweckungserlebnis gefragt. Also okay, gut. Ja, das ist ein Virus. Das kam am Schreibtisch übers Internet. Ich bin von Haus aus ursprünglich Projektentwickler, habe mich viel mit Architektur beschäftigt, habe schon immer das Detail gerne gemocht und irgendwann habe ich gedacht, dass finde ich schön, da habe ich mich angefangen mit zu beschäftigen, dann war es da. Und dann habe ich losgelegt. Und was war das Erste? Also was war das Erste, wo Sie wirklich gesagt haben, und Sie dann letztlich auch zur Galerie gebracht? Ja, also angefangen habe ich, schon während der ersten Berufsausübung, die ich gemacht habe, das war ein Versandhandel, den ich zusammen mit meiner Frau gegründet hatte, da habe ich einen Künstler gekauft, mit dem ich übrigens meine Galerie gestartet habe, das war Werner Mayer, der hat fantastisch gezeichnet. Das habe ich gesehen. Übrigens, Zeichnung ist die Mutter aller Künste. Und diese Zeichnungen haben mich fasziniert und die habe ich dem abgekauft. Er hatte dann noch ein ganz kleines Atelier im Keller. Ich habe mir das wirklich abgespart und ich habe festgestellt, die Zeichnungen mag ich, die werden mir nicht langweilig. Wenn ihnen was langweilig wird, müssen sie sich davon trennen. Und die waren aber nicht langweilig und die sind bis auf heutigen Tag nicht langweilig. Und dann habe ich ihn gefragt, willst du mit mir meine Galerie eröffnen? Und dann hat er erst gesagt, nö. Warum und so. Ja, dann, so wie es immer so geht. Und dann habe ich ihn wieder angerufen. Wir haben uns damals noch gesiezt. Und ich stelle mir vor, mach doch mal richtig große 1,50 Meter auf 1 Meter Zeichnungen, so wie du es im Kleinen gemacht hast, so wie ich sie gekauft habe. Nö. Doch, mach mal. Und dann irgendwann rief er mich zurück und sagt, ja, also jetzt könnt ihr es sich vorstellen. Und dann sage ich, ich finanziere das auch vor, es war gar nicht viel, also wirklich zwei Tage bei Ihnen oder so. Ja. Und dann hat er angefangen zu zeichnen und ich war dabei, wir haben das Projekt Headlines genannt und das war sagenhaft, wie ein Plotter diese Köpfe gezeichnet hat, ohne dass er es gesehen hat, hat er es gemacht, er ging mal einen Meter zurück, dann ging er davor und dann kam tolle Köpfe raus, also es war sagenhaft und damit habe ich angefangen und dann habe ich die toll rahmen lassen, ich habe genauso lange gebraucht wie er zum Malen, bis ich den passenden Rahmen dazu hatte, aber dann hat es gepasst. Jetzt und beschreiben Sie das Virus. Der Virus, weil Sie ist das? Ja jetzt, Sie kommen gerade aus Chamonix, und wo waren Sie? Nee, ich war in Chambry. Das ist in Frankreich zwischen Albertville und Grenoble. Und da bin ich hingekommen, vielleicht auch eine kurze Episode. Ich war auf der Art Karlsruhe, habe dort ausgestellt, ein Stand, mein erster Stand. Und ich war erfolgreich und dort habe ich kennengelernt. Und das sind eben diese tollen Kontakte. Man kann, Sie werden es nicht glauben, man kann in 2 Sekunden fantastisch die besten Freundschaften schließen. Das ist mir da passiert, wenn man so in einer Chemie ist. Und ich habe einen anderen Galeristen kennengelernt, einen Franzosen. Da habe ich die Arbeiten gesehen, der hatte eine One Artist Show. Und das heißt, das finde ich gut. Und dann kam er zu meinem Stand, ich kam zu seinem Stand. Und dann habe ich gemerkt, wir passen zusammen. Und dann war die Messe zu Ende. Und dann habe ich ihn geschrieben. Und habe gesagt, ich möchte dich besuchen. Ich finde den Künstler gut. Können wir nicht zusammenarbeiten? Und eine Woche später bin ich nach Genf geflogen, habe mir einen Mietwagen genommen, bin nach Chambry gefahren. Noch nie vorher gehört, aber jetzt kenne ich die Region. Jetzt kenne ich auch Grenoble. Ich meine, man kennt es von der Olympiade. Und wir hatten 2 wunderbare Tage. Ich habe diesen Künstler kennengelernt, Theodor Mann. Ein hochbegabter Katalog mit draußen. Ein wirklich... Ja, und was machen Sie jetzt mit dem? Ja, den mache ich jetzt für Deutschland. Also eher Frankreich und ich mache jetzt das... ich meine, Sie waren Projektentwickler für Immobilien. Das ist genau das Gleiche. Sie müssen dafür leben. Aber dann sind Sie ja wirklich einer der einer aussterbenden Gattung zugehöriger Galerist. Das finde ich toll. Ja, weil wenn man jetzt in der großen Kunstwelt schaut, machen die... Sie müssen ein bisschen was im Rücken haben, weil wenn Sie diese Künstler fördern und durchsetzen wollen,
Das war früher so, das waren die ganzen Kölner Galeristen, das war ganz wunderbar. Und das stirbt ja jetzt aus durch diese Globalisierung. Es gibt diese Big Five an Galeristen, Gagosian und Zwirner und so. Die haben dann wie H&M in jeder Stadt eine Filiale und alles großartig. Das sind Millionen, Milliarden Unternehmen. Und da wird nur noch dann geschaut, auch auf den Umsatz, weil das da, die haben hunderte von Mitarbeitern. Und die kleineren Galerien, wie die jetzt machen, die geben ja jetzt oft auf. Und das ist, ich will sie ja nicht entmutigen, das ist ja, nein, das ist toll, wenn man das macht mit einem Auge für Künstler, die wieder zu holen, dann machen sie ja richtig klassische schöne Galeriearbeit, Galeriearbeit. Aber ich muss sagen, es gibt schon noch viele Galerien, klassische, vielleicht gute Galerien. Vielleicht bin ich mir das nicht bewusst, aber... Doch, und die auch junge Künstler fallen. Also es geht, wenn man so nur schaut, wenn man auf den vielen Messen ist, bekommt man so ein bisschen Verdruss und aber denkt, um Gottes Willen, Also sagen wir mal, zwischen dem Big Five und ihm gibt es ja auch noch ein bisschen was dazwischen. Und da muss ich sagen, also es gibt schon wirklich tolle Galerien auch, die wirklich tolle Aufbauarbeit machen. Also da bin ich ganz glücklich drum. Dazu brauchst du wieder diesen leidenschaftlichen Funken, um auch wieder aufs Geld zu kommen, weil das ist ja auch das, was Sie vermeiden wollen mit diesen verdeckten Preisen. Am Ende des Tages, so ein Galerist, der wirklich diese Leidenschaft hat, diesen Virus, den Sie auch beide haben, Sie fördern ja Künstler, die bei Ihnen wohnen können, dann schaut man erstmal gar nicht so aufs Geld. Wenn man Glück hat und ein gutes Auge, kommt das dann glücklicherweise durch die Qualität, die man produziert mit den Künstlern, dann irgendwie hinterher, was eine sehr schöne Sache ist. Und es funktioniert oft, dass sich dann Qualität wirklich durchsetzt. Das nicht immer, aber da kommen verschiedene Faktoren dazu. Ein leidenschaftlicher Galerist, der Sie sind, ein leidenschaftlicher Kunstförderer. Und eben zeitbasierte Medienkunst, wird die eine große Zukunft haben? Das ist eine ganz böse Frage. Ich bin da ganz entspannt. Ja, klar. Weil das ist einfach jetzt die neue Zeit. Man sieht ja jetzt schon, dass die Jugendlichen mutieren. Ja? Dass die eine ganz andere Sehweise haben, während noch so Altsammler von Picasso lange vor so einem Bild stehen. Die sind jetzt die YouTube Filmchen oder Twitter und was alles, sind ja immer nur so Schnipsel aus der Wirklichkeit zusammengesetzt und das ist einfach unsere jetzige Welt. Und ich finde ja das Spannendste von zeitgenössischen Künstlern, wenn er heute lebt, dass er nicht nach zurückschaut, sondern dahin, wo er jetzt lebt natürlich, und das ist die Welt, die wir im Moment haben. Diese CNN-Schnipsel, Nachrichtenschnipsel und so weiter. Und das ist ein Ausdruck unserer Zeit. Und in 100 Jahren, solange das so hoffentlich gut erhalten kann, diese Sachen, das ist ja immer ein bisschen problematisch mit Fotoarbeiten und Filmen, die gut zu erhalten, dann werden Leute diese Videosachen anschauen. Das wird sich halten und sagen, das war also der Anfang des 21. Jahrhunderts. Wenn noch welche schauen können in 100 Jahren. Also war es ja immer in der Kunstgeschichte. Ja. Und damit sind wir, also nur so mal, um nochmal den Markt reinzubringen, wenn du das Geld, das du jetzt bisher investiert hast, in die, sagen wir mal, nur in Skulptur, in Fotokunst und in die moderne Malerei investiert hättest, würdest du finanziell natürlich einen größeren Wert? Auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn ich die Ausstellungshäuser nicht hätte. Die verschlingen ja sehr viel Geld. Ja. Weil das Sammeln ist das eine, das Ausstellen ist ja das andere. Klar, das Ausstellen. Ja, du sagst ja, für das Ausstellen investierst du mehr als für die Ankäufe. Ja, ganz klar. Ja. Wie lebst du mit der Medienkunst? Hast du die zu Hause? Ja, ich habe die zu Hause. Also das Tolle erstmal zu Hause ist, dass man das an- und ausschalten kann. Das ist was ganz Tolles. Wenn man eine große Malerei hat, dann kann man die schlecht umhängen. Bei der Medienkunst kann man das an- und ausschalten. Ich habe eine sehr schöne alte Arbeit von Peik. Das ist so ein Fernsehmonitor, ein Knopf an, aus, ganz toll. Und das habe ich zu Hause. Dann habe ich eine Arbeit von Rosemarie Trockel,
auch eine Videoarbeit auf einem alten Monitor gegenüber von der Küche. Und ich habe schon so Arbeit, mit denen ich seit ganz vielen Jahren zusammenlebe und mit denen sich sehr gut leben lässt. Also das ist jetzt gar nicht so schwierig, auch mal eine Medienkunst zu Hause zu installieren. Jetzt bin ich bei Ihnen. Denn Sie ist ja die Spezialistin genau, für Wohnen mit genau, Kunst. Genau, das ist gar nicht schwer. Ja, was ist für Sie im schönsten Sinne ein tolles Leben mit Kunst? Muss jetzt, egal welche Kategorie. Das ist uns allen ähnlich hier. Es geht, glaube ich, wirklich um die emotionale Berührtheit, die passiert. Das ist ja wie ein Dialog. Also ich komme in ein Museum um die Ecke, bin völlig unvorbereitet, sehe etwas und das macht BAM! Wie auch immer, ob das lieblich ist und man denkt irgendwie, fühlt sich erinnert, aber irgendwas passiert ja hier. Was ist das, eine Resonanz dessen, was der Künstler in das Werk gelegt hat? Exakt. Und es setzt bei mir etwas frei? Genau. Als Verbindung spüre. Ich glaube, das ist wirklich was auf energetischer Ebene, was mit einem selber, mit der eigenen Energie in Resonanz geht. Und man bekommt so ein Stück von dieser schöpferischen Energie, die der Künstler erlebt, wo er wirklich im besten Falle ja nur noch Werkzeug ist, und gar nichts mehr tut in dem Sinne, sondern wo es nur noch durch ihn durchfließt, was ja den Künstler so glücklich macht. Deswegen ja auch das Schaffen und das Schöpfen so wahnsinnig fantastisch ist, natürlich auch anstrengend und schwierig und so weiter, aber wenn es dann funktioniert, ist es ja ein irrsinnig beglückender Zustand. Und ich glaube, dass man als Betrachter der Arbeit ein Stück davon haben möchte und dass das miteinander dann in Resonanz geht und dass man sich deswegen in der Arbeit verliebt oder halt eben nicht, weil die so, ja, ist ganz nett, aber da passiert jetzt nichts. Sie haben vorhin göttlicher Funke gesagt. Ja. Mir fällt da jetzt nur gerade bei Ihnen ein, wenn ich so einen Künstler habe wie Mark Rothko, der jetzt natürlich das zufällig... Ist einer, der mich so will. Ja, Mark Rothko ist jetzt nun... War ist ja gestorben, aber er ist ein Künstler, der sehr teuer ist auf dem Kunstmarkt, unglaublich teuer. Warum? Es ist Abstraktion. Aber wenn Sie schon an die Aufhänganweisungen denken, der Mark Rothko hat bestimmt, dass seine Arbeiten, die ja meistens aus zwei oder drei Farbfeldern, viereckigen bestehen, dass die relativ tief am Boden aufgehängt sind, so 15 cm über dem Boden. Und er wollte, dass man mit einem gewissen Abstand 1,50 davor steht und dann muss man so esoterisch, also wie beim Yoga, dass das Sonnengeflecht, wo ist das? Bisschen tiefer. Ja, also unterm Bauchnabel. Nein, unterm Bauchnabel. Muss das Bild, die ganze Konzentration, die Kraft des Bildes, wenn es für ihn funktioniert hat, muss einem wie ein Hammer in den Bauch schlagen. Und er hat das selbst ausprobiert und wenn es nicht funktionierte, wurde das Bild weggestellt. Aber es hat ihm ausprobieren. So finde, und das spricht ein bestimmtes Chakra, ich bin jetzt nicht so gut im Yoga, aber am Chakra und trifft einen in den Bauch. Und da brauche ich jetzt nicht erklären können, kunsthistorisch, woher der Mark Rothko kommt und was der früher gemalt hat und dass der mythologische Sachen gemacht hat. Das spricht mich als Laie dann einfach direkt an. Und so gibt es Bilder, die Sie dann eben haben, die in dem Raum dann plötzlich bumm machen und schön sind. Ich hatte mir drüber nachgelesen, was ja auch oft passiert bei Leuten ist, wenn sie ein abstraktes Bild sehen, einfach so gewischt. Ja, das kann ich doch auch. Warum kostet der jetzt das immer dieses Berühmte? Das kann ich doch auch. Warum ist der jetzt von soziologischen Aspekten, dass der zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Künstlergruppe war, ganz abgesehen. Gibt es Qualität auch in der abstrakten Kunst, ganz klar, die auch Laien erkennen können? Es gab zwei Wissenschaftlerinnen in Princeton, die haben eine Untersuchung gemacht, und haben immer abstrakte Bilder von Pollock oder so weiter gepaart mit einem Bild, das ein Kind oder ein Schimpanse gemalt hat. Und haben das einer Studentengruppe von nicht kunstnahen Studenten gezeigt. Und die haben immer zu großen Teilen natürlich das qualitätvolle, richtige Bild instinktiv rausgesucht.
weil da die Spannung stimmt. Da ist was drin. Versuchen Sie mal, ein Cy Twombly zu Hause nachzumalen. Das habe ich mal zu Spaß versucht für eine Freundin, die den so liebt. Dann habe ich jetzt zum Geburtstag versucht, mit Cy Twombly zu malen. Es wurde nichts, weil selbst dieses Gekritzel auf einer Tafel, ja, das, auch wenn man versucht, da ist nicht der geistig, der göttliche Funke dieses Künstlers, der sein ganzes Künstlerleben damit verbracht hat, das auf, in ein Bild zu bannen. Ist es eben, wollen wir bei dem Punkt kurz bleiben? Ich möchte keine Frage stellen, sondern... Da kann ich nur zu sagen, ich habe letztes Frühjahr Emil Cimiotti ausgestellt, jetzt 90, Bildhauer. Und ich will das einfach bestätigen, der kann jetzt nicht mehr seine Wachsfiguren machen, weil er auch nicht mehr stehen kann und auch das schwere Gewicht nicht mehr trägt. Der nimmt jetzt, der war sein ganzes Leben Künstler, der wollte Künstler werden schon als Kind. Man kann sich das Interview auf meiner Webseite angucken, ich habe ihn interviewt. Nein, und der nimmt jetzt Papier in die Hand, nimmt es in die Hand und macht was Fantastisches draus. Das hat Format, das hat Klasse, das hat Geschmack, rahmt es. Und das sind Papierarbeiten, die Bilder können sich draußen angucken in dem Buch. Und das ist eben ein Künstler, der hat es eben gelernt, der hat sein ganzes Leben lang damit gearbeitet, hat sich da gedacht, aufgestanden, schlafen gegangen. Und für den war das auch egal, ob er Geld damit verdient oder nicht. Ja. Gell? Muss man auch dazu sagen. Es war dem vollkommen egal, der hätte auch in der Schäferhütte geschlafen, der wollte seine Kunst machen. Und dann kommt eben sowas dabei raus. Und wenn wir eben die Sammelleidenschaft so definieren oder eben das, den Bezug zum Kunstwerk, wie Sie es eben gesagt haben, dass der Künstler sich letztlich als Gefäß im besten Falle gesehen hat, durch den eine Inspiration, die größer ist als er selbst, kommt. Können Sie damit etwas anfangen oder ist Ihnen das zu spirituell? Also für mich gar nicht. Ich bin ganz begeistert mit dem göttlichen Funken. Das finde ich ganz großartig, weil das sehe ich absolut genauso. Ich ziehe heute vor jedem Menschen absolut den Hut, der sich entschließt, Künstler zu werden. Ich kann nur sagen, die, mit denen ich zusammenarbeite, machen das wirklich aus Leidenschaft. Die sind sehr professionell, die arbeiten sehr konzentriert. Wie gesagt, der Bohemian, der früh seinen Kaffee trinkt und dann nachmittags sich mal überlegt, was ich jetzt so ein bisschen jetzt hier im Atelier fabriziere. Also in meiner Generation gibt es den nicht. Ich kann nur sagen, die Künstler, wie gesagt, die, mit denen ich gerade arbeite, die arbeiten wirklich sehr, 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 sehr ernsthaft. Ich finde es ganz toll, dass auch gerade so die junge Generation so interdisziplinär arbeitet. Die sind sehr philosophisch interessiert. Die sind sehr, kommen teilweise aus dem Wissenschaftsbereich. Und finde das ganz, ganz toll. Und jetzt habe ich diesen neuen Begriff des göttlichen Gedankens. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich kann damit ganz gut was anfangen, ja. Und Sie? ich kann nur jetzt also direkt was anfangen, weiß nicht. Ich habe das auch eben dieses selber Malen. Ich habe dann selber zu malen begonnen, aber es gehört mehr dazu. Es gehört wirklich so ein... Für den Künstler, der muss da mehr dabei haben und diesen göttlichen Funken wahrscheinlich dabei haben, damit was Großartiges entsteht, als nur ich, der aus Freude und Leidenschaft einfach so Jackson Pollock gemeint hat, mit Farbe mich zu werfen, weil ich konnte die ganze Technik nicht, ich bin ja der Quereinsteiger gewesen, ich habe einfach gemacht, ich habe Farbe verwendet, aber es fehlt dann, es ist mehr dahinter, du kannst es nicht einfach nachmachen, das geht nicht. Es ist Künstler anwesend, wir können mal fragen, wie das ist. Ist sicher der göttliche Funke da. Manchmal muss ich auch jetzt noch eine Lanze brechen für die Bildung. Als Kunsthistorikerin muss ich natürlich sagen, bei mir war der göttliche Funke, als ich mich auf einen Sprachkurs vom Abitur geschickt wurde, weil ich so schlecht war in Französisch, nach Paris. Und habe dann viele Bilder einfach da gesehen. Und dann hat mich, da ich ja keine Künstlerin bin, hat mich das Wissen hinter dem Bild natürlich auch interessiert. Das passt auch wieder zu den Video- und Medienarbeiten, weil manchmal muss man einfach, geht es nicht nur über den Bauch wie bei Roscoe, manchmal muss man einfach auch was wissen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drei Bilder hätte von drei Zypressen und ich sollte mir eins raussuchen und eins ist eine Zypresse, wunderschön gemalt, farbig, klasse, gefällt mir vielleicht zuerst am besten. Das ist aber
Die Zypresse, die eine Hobbymalerin in der Toskana von ihrem Garten gemalt hat. Die Zypresse, die ein bisschen trocken ist, fast, ja, neue Sachlichkeit, ist vielleicht von einem Renaissance-Maler des 15. Jahrhunderts, als man anfing, überhaupt Zypressen zu malen. Da ist das was Neues, weil das ist ein Todesbaum. Und da spielt das in der Kunstgeschichte, die Zypresse, die plötzlich ins Bild kommt, für die Kulturlandschaft der Toskana eine wichtige Rolle. Und dann gehe ich in Teheran ins Museum, wie neulich, und dann ist da die schlecht gemalteste sozusagen von den imaginären drei Zypressen. Aber die Zypresse ist ja im Islam nicht nur ein Lebensbaum, sondern die Zypresse steht auch für den Hussein, für den Märtyrer, den ersten der, des, in der islamischen Welt und der Schiiten. Und wenn ich jetzt in Iran einen Künstler habe, der eine Zypresse malt, ist das eine Kritik am Staat durchaus, dass man, wenn ich dann, brauche ich noch die Jahreszahl, die Geburt. Wenn der da 1960 oder 62 geboren ist oder 65, weiß ich, dass er oder seine Freunde oder seine Familie, sein Bruder vielleicht gefallen ist in dem Iran-Irak-Krieg. Und wenn dann noch so ein paar kleine andere Symbole drin sind, dann wird aus der schlecht gemaltesten Zypresse von diesen drei Bildern das mutigste, politisch wichtigste Bild. Also muss ich dann auch einfach mal die Info über die drei Bilder haben, ja, da kann mein Bauch nur, mir nicht helfen. Nicht nur den göttlichen Funke. Ja, das nützt dann der göttliche Funke insofern nicht, ja. Weil am Schluss der Piero della Francesca ist fürs Metropolitan, das Hobbybild brauche ich nicht, aber ich würde mich dann für den iranischen Künstler entscheiden, das zu kaufen. Aber da muss ich die Info haben, ja. Ist dann auch noch dazu. Ja, also das ist die inhaltsstärkste Bild dann, ja. Ja, aber genau. Wunderbar ist es natürlich, wenn drei Dinge zusammenkommen. Ein inhaltsstarkes Bild, ein ästhetisch, künstlerisch aussagekräftiges oder einfach gekonntes Bild und dann eben noch einzigartig in der Wiedererkennung, nicht? Dann haben sie das, warum es so teuer wird irgendwann. Ja, klar. Und zum göttlichen Funke würde ich unbedingt sagen, der ist da. Also ich entdecke die Künstler, mit denen ich gerne zusammenarbeite oder die ich zeigen möchte in meiner Galerie. Also Jim Jotti habe ich in der Buchhandlung entdeckt. Da habe ich dieses Buch gesehen und habe ich gesagt, das ist ja wirklich, ich habe einen anderen Begriff genommen, aber jetzt sage ich, es ist ja ganz tolle Kunst. Aber gedacht habe ich was anderes, es war wirklich klasse. Ich habe mir das Buch gleich gekauft und habe das recherchiert und habe mich verliebt in diese Skulpturen. Und dann habe ich ihn gegoogelt und dann habe ich ihn gefunden und dann bin ich hochgefahren und dann hat er mir abgesagt. Ich habe noch einen handschriftlichen Brief von ihm, dann bin ich wieder hochgefahren. Ja? Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, dann kam es mit den Papierarbeiten und überhaupt hat er gesagt, und dann habe ich diese Papierarbeiten, weil ich habe ihn sensationell verkauft. Also kann man nicht anders sagen. Haben Sie den Karl Otto Götz auch verkauft in Karlsruhe? Ja, ich habe einen Karl Otto Götz verkauft. Nicht den großen, nicht das den kommt großen, noch. Ja. Und ich muss ja sagen, wenn ich es nicht verkaufe, freue ich mich, dass es noch da ist, weil ich es einfach gerne angucke. Ja. Ja. Und ich habe in Karlsruhe ein Bild verkauft von Hubert Berke. Mit dem Bild war ich noch nicht fertig. Das war relativ, kam das relativ schnell zu mir. Ich habe es dann rahmen lassen. Und dann habe ich immer dieses Bild angeguckt und habe mich gefragt, warum gefällt mir dieses Bild? Und ich gucke mir diese Bilder an, um meinen Kunden oder Interessenten, Follower nenne ich sie, zu erzählen, warum ist dieses Bild gut? Ja, die fragen mich ja, warum sollst du das Bild kaufen? Ich bin gewissermaßen ein Dirigent in der Musik, bin ich das für die Kunstinteressierten in der Kunst. Und dann, das Bild ist gleich weggekauft worden, dann haben sich dann zwei interessiert. Ich war traurig drüber, weil ich war noch nicht fertig mit dem Bild. Ich hätte es mir gerne noch länger angeguckt, ich hätte gerne noch länger mit dem Bild diskutiert. Mit dem Maler Hubert Berke sozusagen Zwiegespräch geführt, und ich habe gefragt, der hat richtig angefangen, der hat richtig aufgehört, der hat das Gleichgewicht gehabt in diesem Bild, ein einziger Punkt links oben hat die ganze rechte Seite im Gleichgewicht gehalten, es war kein Fehler in dem Bild, kein Fehler, da konnten sie hingucken, wo sie will, da war kein Dings, und trotzdem war es von einer ungeheuren Komplexität, es war einfach ein Meisterwerk. Das Virus ist stark. Ja. Und das ist auch gekauft worden, ja. Mir wurde gesagt, ich sollte vielleicht die 90 Minuten nicht überschreiten und die sind bald um. Ich würde gerne vielleicht zum Schluss alle Fragen
in den Zeiten, in denen wir letztlich spüren, dass sich vieles verändert, häufig nicht zum Guten oder zumindest sind wir häufig beunruhigt, in ganz vielen Zusammenhängen trüben sich die Zeiten ein. Was wünschen Sie sich und vielleicht auch auf Ihre Sammelleidenschaft bezogen, was wird sich das in irgendeiner Form für Sie ausdrücken, in dem, was Sie in Zukunft kaufen oder wen Sie fördern werden? Wird vielleicht das Thema Licht in dunklen Zeiten für Sie ein Thema werden? Verwegene Frage. Oder wird, sind diese Zeiten für Sie, haben die Einfluss auf das, was Sie tun? Was also ich glaube das schon. Ich glaube, dass Museen mehr denn je und Ausstellungshäuser Sehnsuchtsorte werden. Und ich glaube, dafür sprechen ja auch die Besucherzahlen, was mich sehr, sehr glücklich macht. Es gab noch nie so viele Menschen, die sich für Kunst interessiert haben wie heute. Und insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch. Und ich glaube auch, dass eben gerade so speziell dieses Ephemere so eine Art Signatur unserer Zeit ist. Ich glaube ganz stark daran, dass auch die Performance immer aktueller wieder wird und auch immer populärer und auch immer mehr jetzt auch im Ausstellungsbereich wieder kommt, weil die Menschen einfach eine ganz große Sehnsucht haben, live dabei zu sein, wirklich, sagen wir mal, diesen Moment dieses aktuellen Geschehens, diese Interaktion zwischen Künstler und Publikum zu spüren. Das ist ja nochmal ein bisschen anders als Theater, aber eben im Kunstbereich. Also ich glaube, dass das Thema Performance ganz, ganz stark im Kommen ist. Und naja gut, Licht. Hoffnung. Jeder Beamer bei mir ist natürlich eine Lichtquelle. Und insofern setze ich mich sehr gerne damit auseinander. Und, was wird deine nächste Ausstellung? Weißt du es schon? Ja, die nächste Ausstellung wird das 10-jährige Jubiläum in Düsseldorf im Juni. Das wird eine sehr spannende Ausstellung, die jetzt zum ersten Mal von einem Künstler kuratiert wird, weil ich das gesagt habe, das möchte ich nicht selber machen und ich will jetzt auch nicht nur irgendwie die Highlights und so und Ed Aitkins, wirklich ein sehr wichtiger Künstler, der repräsentativ für die Sammlung steht, den kann man schon als Artist auch der Post-Internet-Generation bezeichnen, der wird diese Ausstellung konzipieren und kuratieren und wird aus dem gesamten Sammlungsbestand eine Ausstellung gerade machen und das wird für mich auch spannend sein, das so ein bisschen so abzugeben und von außen drauf zu gucken, was er sich da so auswählt für die Jubiläumsausstellung und das ist eben wie gesagt im Juni und da freue ich mich sehr drauf. Vielleicht müssen wir, die Frage muss ich glaube ich noch stellen, wieso verkaufst du nichts? Weil du verschenkst ich bin, ja, ich bin keine Galeristin. Ja. Ich bin keine Dealerin, ich handle nicht mit Kunst und ich bin die klassische Sammlerin und deswegen. Und bringst das zu den Menschen? Und das möchte ich unbedingt machen, ja. Und für Sie zum Thema Hoffnung, Licht durch in diesen Zeiten? Ja, ich glaube, dass je schwieriger die Zeiten im Äußeren werden, desto wichtiger ist es, dass man sich bei sich zu Hause an dem wichtigsten Ort der Welt umgibt mit Dingen, die einen nähren, die einem einfach gut tun. Egal auf welche Art und Weise. Und da würde ich jetzt auch gar nicht versuchen, irgendwas auszuwählen, was passt wohin oder was gibt ja auch den blöden Spruch. Das will ich mir aber nicht übers Sofa hängen oder so. Da gehört für mich alles hin und so viel davon, wie es geht. Ja, was mich glücklich macht einfach. Ja. Für Sie? Und wo geht es hin in der Zukunft und mit welcher Strategie? Also die aktuelle Zukunft ist eine Ausstellung von Jan Voss, ein französischer Maler, ein Deutscher, aber lebt schon 30 Jahre in Frankreich, hat gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert, ähnliches, auch ein Vollblutkünstler. Und zu Ihrer Frage zur Zukunft wünsche ich mir ein Hin zu mehr Qualität. Ich glaube, das würde unsere Erde, uns allen gut besser tun, die Beschäftigung mit etwas Qualitativen und ja, das führt zu einem Erlebnis, das führt zu Befriedigung und dann bräuchten wir nicht diesen ganzen ja, vielleicht, also Sie haben es gesagt, aber ich denke auch so, ja. Und das ist meine Aufgabe, also da arbeite ich hin. Ihre Meinung zum Thema, wo geht's hin? Also Sie sind ja eher so die wir jetzt als aus der Adlerperspektive einladen. Ja, wo geht's hin? Ich glaube eher, dass die Künstler weggehen werden, das sieht man jetzt schon, sich politisieren. Natürlich weg von dem, was man sogenannte formalistische Zombie-Kunst nennt. Also einfach abstrakte
Kunst, die so ein bisschen willkürlich ist, weil sie aus der Zeit genommen ja jetzt ist nach 2000, dass mehr politische Fragen gestellt werden. Es kommen ja auch wieder Künstler wie Barbara Pruger, also die politischer waren, wieder nach vorne. Und Licht sehe ich da jetzt leider nicht unbedingt, sondern eher viel Düsternis, die aber auch ich wieder sehr spannend finde, weil sie wieder zum Denken anregt. Aber Licht in der... Und Hoffnung, für mich persönlich ist das ja so, wenn ich aus einer ganz wüsten also Ausstellung komme, die mich sehr niedergeschlagen hat, die aber toll war, gehe ich auch ganz gerne mal in die alte Pinakothek, um einfach jetzt gerade nicht mit Baustellen, ich gehe gerne durch die, oder so, durch die neue Pinakothek in dem Raum mit dem Manet und dem Monet und schaue mir das an und der Büglerin von Degas und das tut mir dann gut, dann gehe ich glücklich nach Hause. Ich wohne Gott sei Dank neben der Pinakothek, dann kann ich da schnell mal rein und da ist das Licht. Da ist das Licht und das ist auch ein Friede, aber das ist ein gewisser Eskapismus, den ich natürlich mir manchmal gestatte, aber die Welt an sich geht eher. Das ist jetzt zum Glück nicht das letzte Wort. Ja. Wo geht's für Sie hin? Nicht so einfach zu beantworten. Ich meine, das Land ist ja in Sicht. Aber auch jetzt in Ihrer Arbeit als Sammler und Sammler, Künstlerförderer. Ich habe leider keine Struktur in meiner Sammlung. Ich sammle einfach, wie es gekommen ist. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufhören sammeln, weil es ja auch wieder Geld kostet. Da kann man ja süchtig werden. Das habe ich gestoppt. Und ich habe mich eigentlich auch nicht so von außen beeinflussen lassen. Auch heute nicht so. Weil ich auch zu wenig Zeit habe, mich damit wirklich tief zu beschäftigen. Es ist, glaube ich, schön oder es freut mich, dass ich einen Ort schaffen konnte, eben so einen Kunstort oder so einen Kulturort auf 1800 Meter Höhe, um eben vielleicht auch ein bisschen aus diesem Alltag rauszukommen und vor allem auch dort, wo man es nicht erwartet. Ich meine, in Düsseldorf oder irgendwo in Städten erwartet man es nicht, aber nicht auf 1800 Meter Höhe. Aber ich habe es nicht... Jetzt auch aus politischen Gründen, da bin ich... So Glücksort schon. Ja. Das sind doch auch Secret sehr schöne Garden. Klassische... Secret Sie haben doch klassische Musik da auch, ja, Bach ja. Und so weiter. Das ist ja etwas, wo man das Licht sehen kann. Ja, also der Musik. Eben, ich glaube, ich war halt dazu... Das, Sie haben zuvor so schön gesagt, dass der Zufall ist der Ort für die... Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Ein vorbereiteten Geist ist wirklich... Also, zu mir geistig einzuprägen. Das ist halt schon schön gepasst. Es ist halt wieder so ein Zufall war, dass da halt oben das passiert auf 1800 Meter Höhe. Das nicht, aber nicht geplant war, da kein Kalkül dahinter steckt, sondern die Leidenschaft dahinter steckt und dass ich eben diese Zufälle Gott sei Dank erkennen konnte, dass man, das ist ja nicht alles auf meinen Mist gewachsen, sondern ich habe vielleicht einen offenen Geist gehabt und war dafür ready, dass ich das da oben mache. Mehr war es nicht. Darf ich Dankeschön sagen? Also wir sind jetzt von allen Facetten der Sammelleidenschaft über den göttlichen Funken bis hin zur Düsternis der Zukunft und dem Zufall, der nur den vorbereiteten Geist trifft, glaube ich. Wir haben einen großen Bogen geschlagen und ich möchte mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich fühle mich hier sauwohl. Ist das wirklich erstmal so lange? Genau. Und meine Füße in den Decken gesteckt werden. Und ich hoffe, dass auch ein bisschen göttlicher Funke übergesprungen ist. Und bedanke mich für die Möglichkeit bei allen, die das hier organisiert und überhaupt von der Idee her gesponnen haben, dass wir diesen Abend hier verbringen durften. Und vielleicht für Julia nochmal einen extra Applaus, dass sie extra... Ja. Jetzt gibt es, glaube ich, draußen noch ein Get-Together und mehr Sauerstoff. Ja, genau, was zu essen. Und ich finde, es war, also das machen wir wieder, oder? Sehr gerne. Okay. Aber wir übernachten noch jetzt hier, oder? Ja, wir übernachten. Ja, also, ja, ja, ja. Aber wir können uns jetzt hier vielleicht servieren lassen. Das sieht toll aus. Das sieht toll aus. Oh, das sieht aus. Obwohl ich overdressed war. Dankeschön. Und das ist aber sehr charmant. Vielen Dank, dass meine Verkaufung noch richtig schön. Das ist sehr stark.